Ja, hallo, und hier sind wir wieder, die Frauen am virtuellen Brunnen, und das ist die Februarausgabe 2019. Und wir haben jetzt das dritte Gespräch über das Thema, wie kann man die Menschen auf den verschiedenen Bewusstseinsstufen unterstützen. Bislang haben wir die ersten 6 Stufen gemacht, First Tier, ne? Und jetzt diesmal wollen wir ins Second Tier gehen. Und da vielleicht sind wir ja da gerade oder sind dabei hineinzugehen. Insofern, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wir damit das Thema. Und Marie-Rose, ich übergebe dir. Du hast diese wunderbare Zusammenstellung, und auf der Webseite ist auch das Schema gepostet. So, möchtest du da gern weitermachen? Soll ich das auch screensharen? Wenn du das parat hast, weil ich habe gerade gesehen, ich habe das in ausgedruckter Weise, aber jetzt nicht auf. Ja, okay, dann werde ich das mal machen, und du sprich schon mal. Und ja. Okay. Ja, wir hatten eben letztes Mal, hatten wir so die 3 Ebenen mit Höflichkeitskultur in einem konformistischen Welt, dann mit Diskussionskultur, mit so mehr mental-rational-wissenschaftlichem Weltbild und dann schließlich die Konsenskultur, die da ab den 68er Jahren so ein bisschen in unseren Gegenden sich ausgebreitet hat oder überhaupt mal Fuß gefasst hat und wo es mehr um Beziehung geht. Und jetzt Second Tier wäre dann der Sprung, wo wir imstande wären, auch mit der Kommunikation wirklich auf alle früheren Stufen eingehen zu können. Aber alle Menschen mit einem früheren Weltbild auch mit der Sprache dort abzuholen, wo sie sind, sodass wir verständlich sind für sie. Und fördern, ja, wir wollten ja auch immer, was kann man tun, um jemanden zu fördern. Und ich glaube schon, das Erste ist eben, ihn dort abzuholen, wo er ist. Und eben auch mit dem Sprachverständnis zu erfassen, welches Sprachverständnis er hat. Ansonsten das Integrale, so die erste Stufe, dieses, wo das Systemische dann wichtig wird, Selbstorganisation, Vernetzung, Dienst an der Welt. Ich glaube, das Zuhören ist dann nochmal auch sehr wichtig. Das ist auch schon bei der Postmoderne, ist es auch schon wichtig geworden. Aber hier ist nochmal ein anderes Hören. Ein Hören und vielleicht gleichzeitig einordnen. Was ist jetzt gemeint? Wie höre ich? Wie hört er dieses Abgleichen? Wie hört der andere und wie höre ich? Ja, so dass aus Kommunikation wirklich ein lebendiges Geben und Nehmen wird. Dass viele Perspektiven eingenommen werden können, sowohl im Hören wie im Ausdruck. Und das ist auch, dass man selbst innen drin auch in Metakommunikation gehen kann. Und wenn man mit Menschen, die das auch können, ja, dann kann man gemeinsam auf einer Metaebene über etwas reden. Ja, die Intention, glaube ich, ist auch sehr wichtig, die Intention wirklich zu integrieren. Und wirklich, wirklich mit jedem in gute Kommunikation eintreten zu können. Dabei natürlich auch bewusste, nichtverbale Kommunikation anwenden. Das ist ein ganz schöner Lernschritt, nicht? Den wir tun müssen, um dahin zu kommen. Das ja. So. Wir haben ja in den vergangenen Malen gesprochen darüber auch, du hast dann Beispiele gebracht, was Menschen typischerweise sagen und tun auf den verschiedenen Ebenen.
Und wenn wir jetzt denken, vielleicht sind wir ja ein alle Mann schon auf, alle Frau schon auf dieser Stufe. Was ist denn unsere Art zu kommunizieren? Was ich besonders spannend fand, dass du sagst, die Möglichkeit zur Metakommunikation. Das ist etwas, was ich sehe, wenn ich das versuche, in anderen Gruppen zu machen, nicht unbedingt möglich ist. Vielleicht ein Beispiel für Metakommunikation geben? Ja, dass ich zum Beispiel manchmal gesagt habe in einer anderen Gruppe, habt ihr gemerkt, in dem Moment, als der das und das sagte, da wurde plötzlich alles ganz still oder irgend sowas. Ja? Und die Leute hören zwar, aber sie haben es nicht gemerkt. Ja, also, oder ich wollte zum Beispiel in einer anderen Gruppe, da waren einige, sagen wir mal, Bemerkungen gefallen, die ich nicht angebracht hielt. Ja? Und ich wollte dann gerne so eine Art Workshop machen und wollte sagen, lasst uns das gemeinsam anhören, es ist ja alles aufgenommen, und dann sehen, wie die Kommunikation ging und was da passiert ist, eins nach dem anderen. Und das wurde so interpretiert, dass ich also verletzt sei und das sollte man doch derjenige mit mir alleine ausmachen. Ich habe gesagt, darum geht es nicht. Mir geht es darum, wie die Kommunikation stattfindet und was wir so machen, um die anderen sozusagen mal kurz einen reinzudrücken. Ja? Ja. Aber dann wurde der Termin angesetzt, aber sie waren einfach nicht bereit, selber nochmal also das anzuhören oder mit mir in diese Metaebene zu geben. Sie fingen dann gleich wieder an, in den Inhalt zu gehen und dass der doch recht hat oder ich nicht recht habe oder doch recht habe oder irgendwie. Und das ist diese Menschen sind orange oder grün. Es war absolut nicht drin, ja. Eine Frau, die ist dann auch manchmal reingekommen, hat gesagt, guck, du machst jetzt wieder genau das Gleiche. Ja. Aber das kriegen sie nicht wirklich mit, was sie machen. Ne? Und es scheint die Möglichkeit zu fehlen, auf diese andere Perspektive zu gehen, wo man das eigene Tun von außen sehen kann, ohne sich bedroht zu fühlen, würde ich mal sagen. Ja? Oder ins Unrecht gesetzt zu fühlen. Einfach unparteiisch zu gucken, das habe ich gemacht, mit Neugier. Guck an, hast recht, ja, gut. Wie können wir das nächste Mal anders machen? War nicht möglich. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, weil man das noch schon auch sehr oft erlebt. Ne? Man erzählt von, ob es auch wenn es um ein sachliches Thema geht. Und dann kaum ist man fertig, da kommt jemand anders, auch mit seiner Meinung oder mit seinem da drauf und merkt nicht, dass er damit den Fluss abgeschnitten hat, ne? Von der gesamten Kommunikation, wo das sich so hinziehen kann. Das kann auf einmal zwei Dinge nebeneinander stehen. Absolut. Und das passiert in dieser Gruppe, von der ich sprach, die ganze Zeit. Da muss jeder das bringen, was er nun so für richtig hält. Und es ist wie lauter Stücken, die nebeneinander sitzen. Aber sie tun sich nicht wirklich aufeinander beziehen. Manchmal sagen sie ja, wie der da und da gesagt hat, aber letztendlich bringen sie ihren eigenen Kram an. Ja? Und nicht, es ist kein ko-kreatives Zusammenwirken. Ne? Was ich eben in unseren Gruppen zum Beispiel sehr schön finde, dass wir das machen können. Da ist es zwecklos. Was kann man da, dann ist ja unsere Frage, was kann man da als Hilfestellungen geben? Lass erstmal Moni sagen, was sie dazu sagt. Nein, ich wollte nur sagen, es geht natürlich um Macht. Manche Leute haben nur Macht, wenn sie sich reden hören. Also wenn sie zuhören, haben sie plötzlich das Gefühl, sie sind nicht präsent. Und diese Ängste zu überwinden, ist eine Grundvoraussetzung für systemische Denken. Weil wenn du das nicht kannst, dann fällst du immer wieder in deine alten Muster zurück. Also ich tue ja das nur sehr ungern, aber ich tue es trotzdem. Unser junger Kanzler, Kurz, ist ein fantastischer Zuhörer. Und das unterscheidet ihn eigentlich vor allen anderen Politikern derzeit, dass er wirklich ganz lange zuhört und du hast also nie das Gefühl, dass er auf Macht aus ist, sondern es geht ihm wirklich darum, glaube ich, also ein systemisches Denken zu etablieren.
Und das ist natürlich ganz was Neues. Also, und ich bin sehr fasziniert davon, dass das endlich einmal irgendwo stattfindet. Mhm. Und das andere, was also noch wahrscheinlich wesentlich ist auf dieser Ebene, nach meinem Dafürhalten, ist Geduld. Dass also Geduld mit der Entwicklung der anderen auch vor allem vorhanden ist, was bei mir also ein Schwachpunkt ist. Kuckkräuter ist ganz klar, es ist einer der Schatten, die Ungeduld, wenn die anderen nicht so schnell wachsen, wie man möchte. Und das zu üben, ja. Also Heidi, hab Geduld mit. Ja, ich bin jetzt mehr oder weniger, habe ein bisschen Abstand genommen von der Gruppe. Das ist mir einfach zu anstrengend, ja. Also, und es gibt zu wenig für mich Nahrung, ja, wenn ich also ständig das Gefühl habe. Aber das mit der Geduld, du hast recht. Und es ist nicht so sehr, dass ich jetzt möchte, dass sie ganz schnell wachsen, aber ich werde noch immer getriggert von den Menschen, wenn ich sehe, dass sie es so halt überhaupt nicht sehen wollen. Ja? Und dass ich weiß zwar, ich war auch mal dort, ich kann so viel erkennen, wie ich früher auch war und mich verhalten habe und so. Und das ja, und ich habe auch Verständnis dafür und all das, aber irgendwie auf die Dauer geht es mir auf den Keks. Ja, und dann denke ich mir, damit möchte ich eigentlich meine Zeit auch nicht verbringen. Ja. Ja, ich habe ein anderes Beispiel, weil ich habe im Salon vor, also 2016, eine geschlossene Gruppe damals gegründet, die ich handverlesen hatte. Und da haben sich zwei dazugeschummelt. Die sind über jemanden, der sie aus seiner Gruppe loshaben wollte, dazugeholt worden. Und ich habe gedacht, naja, also erstens großmütterliches Empathie, also sie werden schon und ja, und christliche Nächstenliebe oder was immer man will. Und jetzt, also mein Mann war zuletzt beim Salon dabei und die zwei sind ihm sofort aufgefallen. Er hat gesagt, also das ist doch nicht das sonstige Niveau des Ganzen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe diese Geduld nutzt auch nichts. Ich hätte sagen sollen, nein, aber ja, jetzt habe ich den Salon abgegeben und jetzt können sich andere mit ihnen ärgern. Aber ja. Das ist auch ein Thema. Warum sind wir oft so, wie soll ich sagen, so blöd, gegenüber unserer Intuition zu entscheiden und trotzdem, obwohl wir es eigentlich wissen, es geht nicht, und trotzdem sagen, ja, und gib ihnen die Chance, und dann anschließend kriegt man genau das wieder serviert, was wir eigentlich schon wussten. Und es geht mir ständig so, ja. Also das ist eine durchgängige Erfahrung meines Lebens. Und warum machen wir das? Ist das so Übermutterdings oder was ist das? Könnte schon sein, ja. Großmütterliche Empathie, aber meine Enkel sind jung. Und ich darf nicht annehmen, dass Leute, die gegen 50 sind, auch noch jung sind. Sie sind nicht mehr, sie sind erwachsen und selbstverantwortlich. Und das ist mein Lernprozess wahrscheinlich bei dem Ganzen. Ja. Ich sehe es so, dass unser Grundanliegen schon ist, zu integrieren. Aber die Frage ist, wann und wo und wie viel. Und ich muss, wenn ich für mich selbst sorgen muss, dann brauche ich wirklich Interessengruppen, wo ich wirklich mein Herz nähren kann und meinen Geist nähren kann. Genau. Und, aber ich brauche natürlich, also es ist wichtig auch, dass ich nicht nur das mache, dass ich nicht so elitär werde, weil das ist ja die Gefahr auch, ne? Sondern dass ich eben auch, dass es eben auch immer noch in meinem Leben andere Menschen gibt, ne? Und ich mich auch an denen, die Herausforderung, die das halt manchmal mit sich bringt, wenn sie eine andere Sprache sprechen, dass ich da die Herausforderung auch noch immer noch ein Stück weit annehme. Aber ich meine, ich muss für mich selbst sorgen und eben wirklich genau hinschauen, wann ist was angebracht. Ja. Genau, und die Gefahr ist halt dann, dass wir in unserem elitären Bobo rumschwimmen, ja, und dass man, wenn man nur sich Gruppen sucht und mit denen man gut kann, Menschen sucht, mit denen man gut kann, und dann praktisch vermeidet, mit anderen Menschen Kontakt zu haben, oder, was ich dann auch feststelle, auch mit mir, dass man dann so eine Art
ich will nicht sagen Überlegenheitsgefühl, aber sowas Ähnliches hat, ja, weil man denkt, oh ja, das habe ich ja schon längst durch und das weiß ich ja schon und so und du bist ja noch da und du musst das lernen, ja. Ist nicht, dass ich das so ausdrücken würde, aber irgendwo ist dieses da. Und dann ist die Frage, bist du dann der Lehrer oder schaffst du das, dich trotzdem auf einer gleichen Ebene zu bewegen? Und das finde ich eine richtig schwierige Frage. Ja. Ich habe ja gerade die Praxisübung für Stolz zufällig aufgeschlagen, ne? Vorhin. Ich habe den Ehrmann mir dazugelegt und er ist, er bündelt es recht gut, also muss man schon sagen. Ganz klar. Und die Übungen sind auch recht köstlich. Also ich habe das nur so jetzt wieder ein bisschen durchgeschaut und schon fort überlegt, wem gebe ich das weiter? Ja, das ist wirklich ein Buch, das man weitergeben kann. Ja, von ganz vielen Menschen. Das ist eine Sprache, die von ganz vielen Menschen verstanden wird. Ja, ja. Jetzt streiche ich nichts an, damit es also jungfräulich bleibt, was mir sehr schwer fällt. Aber ich glaube, Es wird ja oft so gesehen, dass Menschen, die integral reden und integral sind, dass die von anderen als arrogant gesehen werden, nicht? Und ich habe das ich schon sag mal, das war mal. Ja. Ich glaube auch nicht mehr. Ich glaub, wir haben schon dazugelernt. Ja. Also vor allem, ich verpacke es in sehr viel in Humor und ich vermeide es im Umfeld integral zu dozieren, außer meinem armen Mann, dem mut ich es zu. Und ich habe ihm jetzt das integrale Christentum zu Weihnachten geschenkt und bis jetzt hat er vermieden, es zu lesen, hat alle anderen Bücher gelesen, aber ich lasse nicht locker. Ja, ich denke, wir haben im integralen Forum eine Menge dazu gelernt, wenn ich denke, was vor 20 Jahren war. Und, ne? Aber ich spreche jetzt so mehr von dem, auf Integral Life ist da jetzt gerade ein neues Forum. Und was ich da lese, ist sehr kopfig, ne? Ist sehr, wie sagt man denn da so, Detail. Da ging es darum, Ken hat jetzt ein Gespräch gehabt mit Corey DeVos über die Rechte von Hollands und er hat gemeint, dass eben in gewisser Weise auch andere Lebewesen, Tiere und Pflanzen auch Rechte haben. Und das wurde dann angegriffen, weil Rechte sei was mit Moral und weiß der Teufel was. Und da wurde dann hin und her und hin und her und hin und her. Ne? Und das sind so Sachen, die mir dann am Ende nicht mehr interessieren, weil die finde ich dann wieder so eng meinungsbezogen, ja. Und ist es dann vielleicht der nächste Schritt nach Turquoise oder so, wenn man das dann einfach so stehen lassen kann, ohne dass man jetzt Recht haben muss in der Sicht dessen? Und Ken ist ja falsch. Also wenn er sowas sagt, dann muss ich das kritisieren und so. Ne? Was meint ihr dazu? An und für sich sollte auf der systemischen Stufe bereits möglich sein, Konfliktlösungen durch Kommunikation. Ja. Also wenn die es nicht selber nicht schaffen, was sollen wir uns dann denken? Wenn genau. Es so kopflastig werden. Also, ja, in dem Fall ist es ja nicht unbedingt ein Konflikt, aber das ist eine Meinung gegen die andere und vor allen Dingen, was mir so auffällt, jemand anderen zu kritisieren. Ich stelle fest, dass ich zwar denken kann, ja, vielleicht würde ich das anders sehen, aber ich sehe nicht unbedingt die Notwendigkeit, Ken oder wen auch immer zu kritisieren und dann auch noch öffentlich und mit Begründung und dies und das, weil ich sehe, das ist ein Mensch, gibt eine super Leistung ab und vielleicht, das passt nicht in meinen Kram oder in meine Konzeption, aber warum muss ich das jetzt angreifen? Verstehst du? Naja, du sprichst da etwas an, weil wir in Wien jetzt gerade wieder da zum x-ten Mal eine Möglichkeit suchen, die Salons zu vertiefen zwischen den Veranstaltungen. Und natürlich ist da auch Kritik an dem, was geboten wurde, nötig oder sag mal, sie wird ganz automatisch auftauchen. Und soll man jetzt sagen, also das hättest du vor Ort gleich sagen sollen und jetzt im Nachhinein Kritik zu üben, das ist auch nicht richtig. Manche Leute denken ja nicht so schnell. Also, ja, genau.
Und manche setzen sich hin und überlegen und dann sammeln sie irgendwelche Informationen. Also Kritik ist an und für sich, ach Gott, die erste Nummer der integralen Perspektiven habe ich der Kritikkultur gewidmet, wenn ihr euch erinnert. Das war damals, also vielleicht auch nicht, aber das war mir damals wirklich ein Anliegen, weil da ging es also auch, solche Reibungsflächen waren da. Und das war nicht, es war gar nicht so schlecht, weil ich weiß nicht, der Australier hat dann plötzlich also anders noch einmal mit dem Ken kommuniziert und auf einmal wurde er bei Hof aufgenommen. Also Kritikkultur ist etwas, was sich durchzieht, schon seit 15 Jahren, 20 Jahren. Ja, ich denke, Kritik an sich, ich like das, ich like, ja, ich mag das Wort nicht so sehr. An sich ist wahrscheinlich nicht falsch. Es kommt darauf an, wie sie es, ja. Dieses Abwertende finde ich, und ich weiß besser, das finde ich nicht okay. Sondern das ist, sich damit auseinandersetzen mit den Dingen ist gut. Aber nicht so zu tun, oh, macht er falsch, ja. Also das bringt einen selber in so, als wärst du derjenige, der das wirklich weiß. Und was ich mehr sehe, jedenfalls glaube ich, dass ich es mehr stehen lassen kann. Aha, du siehst es so. Ah, okay. So. Genau, Ne? Und ich genau, sehe es genau. vielleicht anders, aber es ist trotzdem interessant, dass du das so siehst. Ich denke nochmal nach, soll ich es auch so sehen wie du oder nicht? Aber ich muss da nicht riesenlang Artikel drüber schreiben, ja? Naja, das Grundlegende, und ich weiß es also auch wieder eben von Diskussionen mit meinem Mann, da kann ich einfach sagen, also ich bin anderer Ansicht, Punkt. Ja. Und das ist aber auf einer Vertrauensbasis. Und wenn kein Vertrauen vorhanden ist, dann bist du misstrauisch und dann wirst du natürlich defensiv. Und das ist dann, was es schwierig macht. Es Und hängt vielleicht. davon ab, ob eine Kritik sachbezogen ist oder ja und relativierend ist oder andere Möglichkeiten einbeziehend ist, ne? Genau. Oder ob sie personenbezogen ist. Wenn du Ja. anfängst, du bist oder so, dann hat es schon, dann ist es schon ungünstig. Also ich denke mal, dass das wirklich ein Hauptunterschied ist. Dass man andere Möglichkeiten dazu zieht und ja, oder aber wirklich von sich persönlich redet, ne? Also mir macht das jetzt was aus, oder mich interessiert das jetzt definitiv nicht so, deswegen ziehe ich mich da raus. Ich würde mir lieber vielleicht was anderes wünschen, dann kommen mit den eigenen Bedürfnissen die ausdrücken und zu gucken und dann zu gucken, wie reagiert der andere. Oder wenn es eben wirklich um was Sachliches geht, was vielleicht auch noch sachlich falsch ist oder so, dann kann man natürlich oder muss man natürlich auch sagen, hallo, da gibt es Das schon Thema wurde verfehlt, kann man, das Thema wurde verfehlt, zum Beispiel, und ja. auch das, also es ist sehr, sehr heikel, das Ja. so klar zu sagen, das Thema wurde verfehlt, Ja. aber es wurde verfehlt. Und wenn es dann nicht nur mir, sondern auch anderen aufgefallen ist an dem Abend, dann suche ich nach einer Möglichkeit, wie das auf eine andere Ebene, Ja. das Thema auf eine andere Ebene zu heben. Und ja, also, und selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, dass plötzlich also aus einem Buch zitiert wird, aber Autor und Titel wird nicht genannt. Das ist nicht notwendig. Das haben wir. Das ist klar. Ich will jetzt nicht, dass wir akademisches Niveau haben, aber dass du deine Quellen angibst, aus denen du zitierst und wenn du es häufig zitierst, da frage ich mich dann ja, was geht da in der Person vor, Empathie, dass sie das nicht sagt. Und da kommt eben dann bei mir der Versuch, zu einem Niveau zu finden, ohne dass sie sich gleich, dass sie dann verletzt ist nachher, aber eben darum zu bitten, ich hätte gerne Quellenangaben. Wir haben das immer gemacht und das hat sich immer noch bewährt. Also das ist ja, Da das geht war. es dann so auch um Grundprinzipien, die für eine Gruppe gelten. Ja.
Ja. Die müssen dann natürlich auch klar sein und auch irgendwie dann Genau. angenommen sein, wenn man da in der Gruppe dann mitredet. Ja, Aber uns und fehlen ja auch so präzise Prinzipien, weil man ein bisschen offen sein will und auch ja, in unterschiedliche Richtungen die Möglichkeit sich behalten will, um in unterschiedliche Richtungen sich Flexibilität ist natürlich flexibilisieren. ein Grundmodus. Aber was, also gerade wenn man wieder irgendwelche Ängste hat, dann plötzlich erstarrt man. Also dann ist man nicht mehr flexibel. Dann will man auf seiner Position beharren. Und Ja. Dann identifiziert man sich. genau. Und dann rutscht man aber wieder auf die unteren Stufen zurück, nicht? Dann ist man nicht mehr da oben. Was ich so schön finde in Second Tier, ist, dass du wieder plötzlich Leadership übernehmen kannst, ja, und dass es wieder Regeln geben kann. Auch wenn sie dann die Leute sagen, ja, das ist ja konservativ oder was, dann kannst du ja grinsen und sagen, okay, wenn du das so siehst, aber dass man wieder so eine Art Ordnung schaffen kann, die vorher so ganz auseinandergefallen ist. Ne? Wo Das finde vorher alles dekonstruiert wurde. Ne? Jetzt Und ist man sich halt bewusst, dass alles eine Konstruktion ist ja. und dann ist man schon von vornherein nicht so identifiziert und kann viel leichter mehrere Perspektiven da hin und her switchen. Genau. Dann ist mir noch was eingefallen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, mit der Kritik. Ich denke, da sind auch subtile Machtspiele da dahinter. Wenn Menschen sich eine Art von Kritik bringen, die leicht verletzend wirken kann. Und ich bin da auch nicht so sehr gut. Ja? Was, du kennst ja, ihr kennt ja wahrscheinlich beide Gertrud Wächst, ne? Gertraud, not Gertrud, mit ihrem wertschätzenden Ansatz. Ich denke, das wäre eine totale Bereicherung, wenn wir das lernen könnten, die Wertschätzung, statt gleich den anderen anzugreifen und niedermachen, sondern erst mal sehen, was bringt der andere an Gutem. Und dann vielleicht von da, das heißt, Vertrauen aufbauen, dass du ihn nicht total oder sie total niedermachst und dann sagen, aber vielleicht an dem Stelle würde ich da, 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 ne? Aber normalerweise sind wir gewöhnt, sofort knallhart reinzugehen. Das Wer fällt ist mir nicht. wir? Ja, wir als Kultur, als deutsche Kultur, würde ich sagen, schon. Aber generell, ich sehe das in all den Gruppen, da wird sofort reinge, was das falsch ist. Ja. Ich habe gerade die Erfahrungen im Moment nicht, von daher ist es für mich jetzt kein Wir, Ja, das so du bist steht. ja auch mehr in den, sagen wir mal, höheren Ebenen zugange, ja, aber Nicht. denke ich. Ja, weiß ich nicht. Ja, Wertschätzung, dass sie authentisch ist, dass du es also wirklich Ja, nicht vom wertschätzen Herzen, über nicht alles. nur Wertschätzung. Ja, Also ja, ja, ja. das zu Zuhören ist ja. lernen, das zu lernen, ist Ja. also ein wesentlicher Faktor. Ja. Und Zuhören ich ist eine erlebe auch Form von manchmal Wertschätzung. Wertschätzung so, das kann so eine Gewohnheit geben. Und dann habe ich den Eindruck auch, dass es so wie mit Sahne rumschmeißen ist, ne? Da bin ich ein bisschen, da bin ich relativ schnell allergisch drauf, weil es dann meinen Kopf auch ein bisschen zumüllt. Da muss ich das erstmal runterlassen oder und denke, das war mir jetzt nicht wichtig, dass ich jetzt diese Wertschätzung bekommen habe. Die ist irgendwo überflüssig. Spüre ich manchmal, dann finde ich das schade, weil es dadurch ein bisschen das Thema zerfleddert wird. Genau, ganz genau, ja. Also ich übe ja immer mit meinem Mann, der Arme. Aber Hast du ein Glück? habe ich ein Glück? Ja, na wirklich. Also ich bin überhaupt sehr glücklich. Aber ich sage immer, ich weiß eh, wann ich gut bin. Du musst nicht da jetzt noch irgendwo, weil er hat irgendwo jetzt gelesen, wenn er das mal loben soll. Sag ich, um Gottes. Ich weiß doch, wann ich was gut mache und das ist überflüssig. Also, ja. Also angelernte Wertschätzung ist nicht die wahre Wertschätzung. Das meine ich auch nicht wirklich. Und ich denke, auch Gertraud meint das nicht in Nein, ihrem nein, nein, Ansatz. aber ich meine ja, also man muss dann, weil das ist auch eines der Wörter, die jetzt so
verschlissen Hype, werden. ja, das ist verschlissen worden. Ja. Das ist so ein Hype gewesen, dass ja. es eben auch dann ungünstig benutzt ja, wird. Genau. Oder diese innere Haltung. Die Hauptwertschätzung ist das Zuhören. Und da hast du recht, Monika, ja. Moni, ja, was du am Anfang ja. sagst. Das richtig zuhören können und hören, was der andere sagt. Ich bin ja schon eine weise alte Frau, ne? Auch wenn ich mich tarne. Nein. was ich ja. gerne schon noch auch besprechen würde, das haben wir eigentlich bei den anderen Stufen nicht getan, die Schatten. Weil gerade im Systemischen, also im Second Tier, der Schatten, da habe ich damals vor Jahren eben, das wurde nichts erwähnt und da habe ich damals den Wilber direkt gefragt und da hat er mir gesagt, ja, das Verhaftetsein dem Systemischen ist der Schatten, dass man nicht sich türkis öffnet. Also was, wem öffnet man sich da dann? Was ist das, dem man sich öffnen soll, um nicht dem Systemischen verhaftet zu sein? Frage ich euch. Ja, ich sehe es ein bisschen so nicht mehr hin und her müssen, sondern beides gleichzeitig halten. Was beides? Ich sehe es im Integralen eher so, dass man Polaritäten schon sehen kann und auch hin und her ja. wechseln kann und dass man, wenn es dann ins Holistische hineingeht, man die Polaritäten wirklich gleichzeitig präsent hat und halten kann. Das ist das, da was ist noch mal ein, auch spüre ich dann nochmal so ein Loslassen, so ein Runterkommen, einerseits runterkommen und andererseits so spüren, ha, so eine große Öffnung spüren. Das ist das, glaube ich, was ich meinte, nicht unbedingt recht haben müssen, sondern die andere Meinung stehen lassen können, ohne sie angreifen zu müssen. Ich glaube, auch die Metasicht. Auch die Metasicht, ja. Die Metasicht auf Aber was ist der Schatten da jetzt? Also ich kriege das jetzt gerade nicht gebacken. Der Schatten ist, dass du immer nur systemisch denkst. Ja, weiß ich nicht. Für mich ist der Schatten auch die Unfähigkeit, wirklich nochmal in die Tiefe zu gehen und die eigene Motivation und die eigenen Muster zu sehen. Denn in Grün hat man ja noch ungeheuer viel unbewusste Muster. Und ich sehe das durchaus auch noch in Second Tier, dass diese Aufarbeitung oft noch nicht stattgefunden hat. Ich sehe, dass manchmal die Spontanität verloren geht. Weil auch wieder so ein Streben nach Perfektion, nach systemischer Perfektion da ist. Und dass so ein bisschen eine Konzentration da ist und dass dadurch Spontanität und Leichtigkeit verloren geht und Erstarrung, dass das Ganze erstarrt. Erstarrung dadurch. Weil das wäre das Gegenteil von der Flexibilität, die Heidi jetzt gerade. So fühlt es sich für mich an. Also doch auch wieder eine Art Fundamentalismus auf Second Tier. Ja, glaube ich, kann man auch alle Stufen vom Fundamentalismus, könnte man. Ja. Könnt ihr da ein Beispiel geben dafür? Fundamentalismus? Ja, für dieses Erstarren. Habt ihr da irgendwas als Beispiel? Ja, ich habe schon verschiedene Menschen aus meinem Umfeld im Moment oder aus dem integralen Umfeld im Moment, die immer wieder darauf pochen, ja, so ist aber das System und man muss das machen und man muss alle Qualelemente abdecken und man muss die Schattenarbeit machen und man muss das und man muss das. Da kommt so ein Muss rein und das muss und dann geht der Fluss, ja, halt ein etwas leichter Fluss kann dadurch verloren gehen. Und man muss sich auf jeden einstellen und jeden, also da kommen, so erlebe ich es im Moment in einem Kreis auch, da kommen auf einmal wieder so viele neue Müssen. Und das erlebe ich nicht als integral. Auch wenn es jetzt, wenn man es jetzt abstrakt analysiert, ja, ist es integral irgendwo, ist es, weil ja alles abgedeckt wird, aber wie gesagt, das menschliche, lebendige Leichtigkeit, Freude oder so,
die berührt, einfach so spontane berührt sein, ja, Spontanität und Leichtigkeit gehen ein bisschen verloren. Ja, kann ich. Da habe ich den Eindruck, dass in der nächsten Stufe, so in der holonischen Stufe, im Türkisen oder so, dass da wieder da was zurückkommen kann. Das Spielerische vielleicht auch. Das Spielerische, ja, genau. Ja, ja. Ja. Lustig, ich habe das also heute, ist, mir tauchen immer in der Nacht tauchen die Gedanken auf und dann schreibe ich sie auf, weil wenn ich sie nicht aufschreibe, sind sie weg. Das weiß ich, soweit kenne ich mich schon. Und ich habe mich also jetzt gefragt, oder sag mal, ich könnte es jetzt hier fragen, Heidi, spielst du die Heidi Hörnlein oder bist du die Heidi Hörnlein? Welche? Welche? Da gibt es so viele davon. Ja, also ich finde, das ist irgendwie ein Ansatz. Also der hat mir, natürlich mit Walter ist mir das aufgefallen und ich habe ihn jetzt gefragt, sogar schriftlich, spielst du nur den Walter Urbanek? Weil er wirklich, also er hat so die Metaperspektive, so zieht er so aus der Tasche oder aus dem Hut. Also ich habe schon das Gefühl, dass man dann irgendwo eben, sagen wir, die Marie Rose spielt. Oder wie ich die Monia spiele. Also, ja. Das wäre ja das Konzept, dass praktisch alles ein Spiel ist, das Leben ein Spiel ist, nicht? Das wäre dann wieder. Ja, ja. Aber weil das ist eben dann die Leichtigkeit. Also, sobald du es spielst, dann hast du wieder einen Schritt zurück und. Also das kam heute Nacht. Ihr seid die Ersten, die das jetzt hört. Ja. Und das ist ja auch doppeldeutig, ja. In dem Sinne, wie du das sagst, es ist was Positives, es ist was Spielerisches. Mhm. Du kannst aber auch sagen, dass du so dich selber nur spielst. Das heißt, du bist nicht wirklich das und du bist nur eine Maske. Das meinst du ja nicht, ne? Aber das, du versuchst dein Ego darzustellen und zu verkörpern, ja. Das würde man ja unter spielst du dich, könnte man auch verstehen, aber du verstehst es anders. Ich verstehe das anders, ja. Ja, 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 ist gut. Ich wollte nur das Missverständnis vermeiden. Nee, ich denke, manchmal spiele ich mich in dem Sinne auch, ja, wenn in bestimmten Situationen ist es einfach nötig, dass du etwas spielst, was du eigentlich gar nicht bist. Ja, und das zum Beispiel, wenn wir davon gehen, mit anderen Bewusstseinsstufen in Kontakt zu treten und eine andere Sprache zu sprechen, was wir festgestellt haben, dass es nicht so einfach ist, dann nimmst du eigentlich eine Rolle an, die du im Moment nicht wirklich bist. Und da spielst du diese andere Version von dir, die du vielleicht mal warst. Aber wenn du sie spielst, bist du ja die nicht mehr. Da ist es nur vielleicht deine Erfahrung, die dich informiert, aber du bist nicht, du gehst nicht einfach zurück und bist dann da. Du bist, ne? Das, das ist schon spannend. Deswegen sagte ich, welche Heidi Hörnlein meinst du? Die, als ich 8 Jahre war oder als ich 12 oder 20 oder so, ne? Ja. Lass uns die andere spielen, die in Second Tier. Ja, es gibt ja auch im Mahamudra, es gibt ja auch die Anordnung, solange ihr noch keine Buddha seid, benehmt euch wenigstens wie welche. Also, ja. Es kommt auf dein Handeln an, wie du bist, wie du handelst. Das bist du letztlich dann. Also ja. Nach dem wirst du irgendwann gemessen. Da fällt mir wieder die Dorothy ein gestern, also am Ende des Tages. Am Ende des Tages, ja. Woran wirst du gemessen? Woran misst du dich am Ende des Tages? Ich habe gestern gesagt, es gibt kein Ende des Tages. Ja. Es geht aber ja immer. Immer weiter. Aber ich meine es jetzt so mal ganz praktisch, ja. Wenn du am Ende deines Tages ankommst, was sind dann deine Gedanken? Also wenn du danach fragst, ob ich also den Tag eine Revision unterziehe, das zum Beispiel, oder was tun wir, um uns, sagen wir mal, ich will nicht sagen zu sammeln, da würdest du sagen Meditation, aber um uns zu,
wir haben vorhin von Kritisieren gesprochen oder beurteilen oder zu sehen, wie unser Tag verlaufen ist. Wie sehen wir das? Ich habe früher ganz sicher hauptsächlich die schlechten Sachen gesehen. Ja? Heute bringe ich mich manchmal dazu, dass ich appreciate, also dass ich sage, oh, das war doch jetzt mal ganz gut. Und das und dann die Dankbarkeit, dass ich mich manchmal, wenn ich ins Bett gehe, wirklich versuche, mich auf Dankbarkeit zu konzentrieren. Manchmal schlafe ich darüber hinein und so. Aber also ich hab am Nachtkastel, Nachtkästchen, sagt ihr, ja. Wenn ich jetzt so wienerische Sprache vom David Steindl-Rast, die Dankbarkeit, für jeden Tag eine Dankbarkeitsmeditation. Und meist bin ich eigentlich sehr dankbar. Also ich jetzt im Augenblick, also ich habe heute noch einmal zurückgeschaut, meine Zeit in Amerika, unsere Zeit in Amerika. Also wir haben so viel erfahren. Und das ist eigentlich alles schon so weit weg, aber trotzdem, es war also so eine Fülle. Und jetzt sehe ich es eben wieder, meine kleinste Enkelin ist heute 16 geworden, Sweet 16. Und das sind also wunderbare Enkel und ich habe wunderbare Töchter. Also ich kann ununterbrochen nur dankbar sein. Es ist, ja, also eigentlich ich schaue, wenn ich zurückschaue, dann schaue ich, wofür war dieser Tag wieder wichtig und wo war ich froh und wo war ich dankbar und wie kann ich dankbar sein. Aber ja, es ist derzeit für mich eine sehr wunderbare Zeit. Also ich habe nicht gedacht, dass ich so alt werden muss, dass die Zeit so wunderbar wird. Das ist sehr schön zu hören. Ja. Ja. Und ich bin noch nicht gaga. Nein, unterstellt mir auch niemand. Ist das eine Second-Tier-Qualität, dass man mehr dankbar sein kann? Oder ist das eine Altersfrage oder wo kommt das her? Also der Wilfried Ehrmann zum Beispiel schreibt ganz genau mit dem Second-Tier, also mit dieser Stufe, er nennt sie ja nicht Second-Tier, da vergehen die Ängste. Und wenn die Ängste weg sind, aufgelöst, dann habe ich Freude und die Dankbarkeit und das Lobpreisen und das... Und das Gnade empfinden, alles als Gnade erleben, dann hat das viel, viel mehr Platz. Ne? Aber das ist schon eine Altersfrage. Also ich habe auch wieder anders, dass je älter du wirst, dass da manche ja. Ja, weggehen einfach, die Ängste. Also es kommen dann andere, aber die alten Ängste sind nicht relevant. Ja. Da kommen einige Ängste, also ich sage jetzt mal bei normalen Menschen oder so, was ich so höre und sehe rund um mich, ne, einige Ängste fallen weg und andere Ängste kommen, Altersängste genau. kommen. Ne? Genau. Und das ist der Unterschied zu dem, was Wilfried Ehrmann da sagt, dass wirklich grundsätzlich Ängste, die Ängstlichkeit wegfällt. Hm. Dass das ein Zeichen ist auch vom Second Tier. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch noch an Schatten gedacht, was Terrio Fellen zum Beispiel über Schatten sagt, Terrio Fellen und Kim Bachter, dass man auf jeder Stufe, egal wie alt man wird, egal wie reif man wird, egal wie, ja, wie komplex es das Weltbild ist, in dem man sich aufhält, es sind noch Schatten da. Mal kleine, mal größere. Und wenn man einen größeren Schatten mit bis dahin hochgeschleppt hat, dann kann der wirklich extrem schlimm sein. Ne? Dann kann das extrem schlimme Konsequenzen haben. Und dann können wirklich, also Kim Bachter hatte mal erzählt eben von jemand, der auch eingestuft war auf dem Konstruktbewusstsein und der aber eben einen Schatten hatte. Und da ist jemand gestorben wegen dessen Energie. Ich weiß jetzt nicht die genauen Umstände. Aber er hat, also wegen der Art und Weise, wie der mit der Person umgegangen ist, weil er im Psychologischen trotzdem so einen Schatten noch hatte. Also ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Details oder so, aber er hat gesagt, aus ihrer Erfahrung, ne? Und ich kann es, wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel die Moderne hat ja unglaublich viel gebracht mit der Wissenschaft, aber sie hat uns auch die Atombombe gebracht. Das sehe ich zum Beispiel auch, ne? Im konventionellen Weltbild, also wo es nur die Maschinen, die mechanischen Maschinen gegeben hat,
da hat man keine Atombombe bauen können, die ganze Welt kaputt machen könnte. Das konnte man in dem Weltbild noch nicht. Das konnte man erst im modernen Weltbild. Und da ist die Frage, die ich mir dann auch stelle, ja, und was machen, was kann wirklich so ein übergroßer Schatten auch in der Postmoderne sein? Und da sehe ich manchmal auch psychischen Terror, der unter einem Deckmantel steckt, den man nicht sofort erkennt, wo man manchmal machtlos daneben steht. Und da frage ich mich, ja, und was könnte dann diese Art Schatten oder diese Art Gefahr vom Integralen, vom Zwei oder vom, ja, vom Second Tier, was könnte da die Gefahr sein? Und da ist eben die Frage zum Beispiel die Digitalisierung. Da zeigen sich ja mittlerweile ganz große Gefahren. Und ich weiß nicht, die Digitalisierung hat schon was mit dem Second Tier zu tun. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, das ist ein Produkt von Second oder das ist ein Second Tier Produkt, ne? Aber Leute aus dem Silicon Valley, die haben meist ein total komplexes Weltbild, verlieren sich aber noch auch in manchen Dingen. Also ich habe jetzt weiter gedacht, wie du gesagt hast, die Atombombe und die Gefahr. Aber wie sind wir dem begegnet, also wir, wie ist die Welt dem begegnet? Sie haben derartig aufgerüstet, dass es schon sinnlos wurde, ja, Atomwaffen zu haben, weil du kannst entweder alles vernichten, ja, oder vernichtest du dich selbst auch. Ja. Also das ist, das mit der Digitalisierung, da kannst du das noch ein bisschen genauer sagen? Dass das eine Gefahr ist? Ja. Ja, im Netz kann ja auch viel Missbrauch geschehen. Im Netz, also Hacker können ganze Städte lahmlegen, ja, können ganze Kommunen lahmlegen, können letztendlich ein ganzes Land lahmlegen, wenn sie weil wir so viel zentralisiert in Computern haben mittlerweile. Mhm. Das ist schon eine riesige Gefahr. Also das meinst du? Das zum Beispiel, ja. Warte mal, ob mir gerade noch was anderes einfällt, weil es gibt ein paar Aspekte. Also das Mobbing im Netz, das ist potenziert im Vergleich zu das Mobbing zum Mobbing auf dem Schulhof, ne, wo ein paar Bemerkungen, vor allem fiese Bemerkungen, wenn im Netz dann mit Bildern gearbeitet wird und die getrickiert werden und so. Da nimmt Mobbing auch nochmal ganz andere Ausmaße an. Aber im Grunde, aber ich sage das jetzt wieder nur natürlich aus meiner Altersphase und Perspektive, kann man sich dem ja entziehen. Ja, aus dem Netz viel einfacher als im wirklichen Leben. Ne? Schaltest den Computer ab, gehst nicht mehr auf Facebook und dann kein Mobbing. Ne? Also, ja, aber wenn es schon geschehen ist. Ja, okay. Und es ist natürlich dann auch schade, weil das Netz trotzdem unglaubliche Möglichkeiten gibt, ne? Ja. Aber was mich nochmal interessiert. Es ist auch schade, wenn man sich dann ganz zurückzieht. Und da gibt es ja Leute, die wirklich paranoid sind und tatsächlich sich dieser Welt ganz schließen. Und damit, ja, das habe ich. Ein Virus im Netz, also da kann ich ja überhaupt kein Mail mehr aufmachen, habe ich auch schon gehört. Ja, ja. Das ist, ja. Da hängen mittlerweile auch paranoide Vorstellungen dran und Haltungen und Verhaltensweisen. Und ich wollte nochmal zu dem Psychoterror gehen und auch zu unserer psychischen Struktur. Es gibt Menschen, die so, sagen wir mal, in ihrer frühen Zeit geschädigt wurden, sodass ihr einzigster Sinn zu leben ist, möglichst viele anderen Menschen zu schädigen. Und am besten die ganze Welt zum Untergang zu bringen. Ne? Also es gibt es wirklich, ich habe Testimonials gelesen. Ne? Und dann ist es von psychologischer Seite her ein Fakt, dass es Menschen gibt, die so drauf sind. Ja? Und die zum Beispiel die Kinder, die reihenweise Jugendlichen, die in den Schulen geschossen haben und die haben das hinterlassen, der Hass auf das Leben an sich und dass sie denken, sie tun was Gutes, wenn sie so viel wie möglich Menschen umbringen und am besten die ganze Welt vernichten. Und dann gibt es ein anderes Testimonial von einem Menschen, der heißt Roland Bernard und der war lange Zeit, sagen wir mal, in so einem Network, er ist hineingegangen, wo sehr viel Missbrauch zustande gekommen ist und irgendwann hat es ihm wirklich dann
geschimmert und er ist ganz langsam rausgekommen, hat sein Leben riskiert mehrfach, weil wenn man in solchen Kreisen ist, die sehen das nicht gern, wenn man rausgeht. Man könnte die ja, sein Testimonial ist auf YouTube. Da muss ich auch wieder jetzt was dagegen halten. Also derzeit ist doch eine Bewegung, dass sogar in der katholischen Kirche Transparenz allmählich möglich wird. Ja. Das heißt, es ist eine Gegenbewegung da, die positiv ist und das aufdeckt. Ja. Ja. Ja, aber es ist nicht klar, welche Bewegung siegt. Ne? Also wir leben schon risikoreich. Ja, ich meine, wer hätte sich denn 1925 vorstellen können, das, was Hitler angerichtet hat oder was da passiert? Ja. Oder was in China passiert ist, was unter Stalin passiert ist oder so. Viele Leute können sich das gar nicht vorstellen. Da denkt man, nee, das gibt's nicht. Sowas wird nie mehr passieren. Und trotzdem gibt es dann wieder hier eine Ecke in der Welt oder da eine, wo dann trotzdem wieder so ganz furchtbare Dinge passieren. Also für mich ist einfach so, das Risiko bleibt. Aber ich kann mich schützen. Ich lasse mich nicht von diesen Ängsten übermannen. Mhm. Ja, und das andere ist natürlich, da haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen drüber gesprochen, dass wir erkennen, also zumindest ich glaube, dass ich es erkenne, wenn eine Art Hypnose stattfindet, über die Medien, über die Massen, über Internet, was immer, dass also eine bestimmte Richtung vorgegeben werden soll und die muss ich nicht, der muss ich nicht folgen. Also das, ich habe da ein Buch, also das über die Reden vom Hitler, warum sind sie ihnen gefolgt, die Deutschen und auch die Österreicher, weil er eine Hypnotherapie verwendet hat. Ja. Die Leute endlos lang stehen lassen, ermüdet, komplizierte Sätze, die sie eigentlich gar nicht verfolgen konnten. Und dann zum Schluss kamen noch irgendwelche Kommandos. Also diese Art, wenn wir jetzt reden vom Hitler, hören wir sagen ja, was soll das? Und trotzdem war das eine Schule. Die Redner sind so geschult worden. Ja. Heute wird so eine Sprache verwendet in der Werbung und wo auch immer. Es wird nach wie vor. Ja? Ja. Deswegen, weil du sagst mit Psychoterror oder Psychomanipulation. Ich denke, das ist heute sehr verbreitet. Und wenn man dann nicht wirklich achtsam ist, kann einem das passieren, dass man da in die Fänge, und die meisten Leute geraten in die Fänge, ja, da wird irgendwas propagiert, als Fakt hingestellt und dann rennen sie alle in die Richtung, damit sie abgelenkt werden von den wirklichen Problemen oder so. Das ist durchaus eine Taktik, ja. Aber Psychoterror, ich wollte da nochmal drauf zurückkommen, das passiert ja in Familien und auch in Partnerschaften und sowas regelmäßig. Ne? Und ich denke, das ist dann auch, und da denke ich an die Arbeit von Thomas Habib, ne, über das Paare, wie die gemeinsam wachsen können. Je weiter ein Paar miteinander wachsen kann, miteinander wächst, desto weniger kommt sowas vor, die gegenseitige Manipulation und dann wird man offener und im Vertrauen kann man miteinander sein und sein. Und das erinnert mich an dich jetzt, Monja. Sein letztes Gespräch, was wir hatten, war die bewusste Regression zu einer kindartigen Spielerei, dass man wie Kinder wieder miteinander sein kann, dass das der letzte Ausdruck von wirklicher Liebe ist, die auf Vertrauen basiert, wobei, wenn dann Probleme passieren, dass man dann ohne weiteres eine Person in dem totalen Kind ist, auch Tantrum und alles Mögliche machen kann, solange der andere das halten kann, der Erwachsenensituation ist und dann umgekehrt, ja, dass man das füreinander gegenseitig tun kann. Und das scheint im Moment so praktisch die höchste Stufe des Paarlebens miteinander zu sein, so wie ich das verstanden habe, dass man so weit kommt, wirklich alles sein zu können und nicht dann seinen Ärger zu verbergen oder so, nur weil man ja jetzt also nett ist oder so, sondern dass man das gegenseitig sich halten kann. Das finde ich sehr spannend, ja. Ja. Das habe ich im Kleinen eben auch
In der Schule, wo ich war, mit den Kolleginnen, mit denen ich direkt zu tun hatte, dass nach einer gewissen Zeit, das heißt, als ich in diese Gemeinschaft, in diese Schule hineinkam, habe ich mich gewundert. Die konnten einfach sagen, nein, das stimmt nicht oder nein, das finde ich nicht gut. Und niemand hat sich angegriffen gefühlt. Ne? Das war so toll für die Arbeitsatmosphäre, dass man einfach Klartext reden konnte, einfach so. Ja. Ohne dass jemand eingeschnappt ist, ne? Nein, ohne dass jemand eingeschnappt ist und dann ging man weiter. Ja, was könnten wir dann? Was wäre denn besser? Und dann ging es weiter und wir sind immer da, mit denen sind wir immer zum Guten, haben wir dann gute Ideen gehabt für die gemeinsamen Pläne und für die gemeinsame Vorbereitung. Ja. Das wäre die Zukunft, ne? Ja. Ich denke, Das damit war da sind. eben auf der konkreten Ebene und ja, dann braucht es noch die subtile Ebene oder so. Ja. Was dann auch so ist, wenn man im subtilen, im mentalen, ja, weil da sind die Konzepte schon auch, da ist schon auch viel Verteidigung von Konzepten. So, jetzt sind wir praktisch schon eine Stunde am Reden. Wollen wir versuchen, so eine Art Zusammenfassung zu finden? Ui. Also wir können systemisches Denken allen empfehlen. Wir werden das. Wobei man natürlich Menschen noch erzählen muss, was das eigentlich ist. Und kombiniert mit Lachen. Ja, möglichst viele Standpunkte empathisch einnehmen. Ja, Und Ängste, möglichst die Ängste auflösen. und unterschiedliche Lebensäußerungen zulassen und genießen können. Und sich mitfreuen können mit anderen. Können, ja. 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 Wunderbar. Oh Mann, ich fühle mich so gut mit euch. Ja, Danke. das ist wirklich so nährend. Es ist War wunderbar. es für mich auf jeden Fall jetzt Ja. auch wieder einfach richtig schön, ja. Und für mich ist das ein Beispiel von ko-kreativen Gesprächen, die wir tun. Ja. Wirklich. Und das Und wir fällt. haben nicht den Gong verwendet und wir haben nicht die Glocke Nein, verwendet. wir haben das nicht. Das ist die Zukunft eigentlich, worauf wir versuchen hinzuarbeiten, nicht mit den anderen Gruppen, aber es ist nicht einfach. Aber es nährt und ist wunderbar. Marie Rose hat jetzt gezückt, gell? Ich habe gedacht, ich will den Klang mal hören. Oh Ja, ja, bitte. hör ihn als Der mein Abschlussgong. Herz erreicht und euer Herz auch. Ja. Nochmal, nochmal. Ist das sehr leise? Das war jetzt leise, ein bisschen lauter. So, ja. Was ich immer so gerne höre an Gongs, das zu verfolgen, das Zuhören, bis man gar nichts mehr hört. So dieses langsam Ja. hinaus, 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 hinaus. Ja. Dafür braucht man so eine Klangschale, ne? Und je größer sie ist, desto länger geht sie, ne? Aber diese ganz kleinen Dinger hier, die ich da habe, Ja, die habe ich auch. die tun das nicht so lange. Wunderbar. Wollen wir einen Abschluss machen? Noch einen Klang? Ja, es geht übers Hören. Es geht Ja. übers Hören. Lass uns zuhören bis ans Ende und dann sagen wir Goodbye. Mach noch mal Okay. einen richtig langen, lauten Klang. So schaut sie aus.